Ja, ist ein bisschen geschmiert, aber es soll heißen 1 durch K hoch K. Und ich mache mal zwei Pakete mit einmal Wurzelkriterium, das ist hier relativ easy. Und dann beim Quotientenkriterium werdet ihr sehen, da muss ich wieder irgendein Vorwissen auspacken. Ich erwähne ja immer wieder gerne, es gibt da leider kein Pauschalrezept. Wenn ich das Wurzelkriterium nehme, schnappe ich mir die Karte Wurzel aus 1 durch K hoch K. Innen drin könnte ich schreiben 1 durch K hoch K, Potenzgesetze mit dem Paket 1 durch, irgendetwas, das kann ich umschreiben zu K hoch minus K. Daraus kann ich wiederum machen, die so und so vielte Wurzel wäre K hoch minus dieses K durch das, was hier steht, Wurzelgesetze, wäre K hoch minus 1 und das wäre 1 durch K und für K gegen unendlich hätten wir hier eben 0. Damit hätten wir gezeigt, dass das Paket konvergiert. Quotientenkriterium ist für Mathematiker interessanter, bei dem, was dahinter herauskommt, reizvoller. Ihr könnt ja mal schauen, was ihr davon haltet. Ich nehme die Version 1 durch 1 dazu überall, das hatte ich ja schon geklärt, durch so wie es ist. Auf gutem Unideutsch gesprochen, das soll ein K sein. Auch hier fließt jetzt wieder viel rein. Ich habe irgendetwas geteilt durch irgendetwas, nämlich einen Bruch, also Kehrbruch. Dann habe ich 1 durch K plus 1 hoch K plus 1, Kehrbruch, K hoch K durch 1, hier ein Mal dazwischen. So, das kann ich jetzt hier oben auf einen Bruchstrich schreiben. Unten muss ich so ein bisschen jetzt rumspielen, da sieht man jetzt eigentlich nicht viel. Was könnte ich hier unten machen? Potenzgesetze sozusagen andersrum. Da könnte ich draus machen, oben K hoch K durch K plus 1 hoch K mal K plus 1 hoch 1, nur um deutlich zu machen, wieder zurück multipliziert. Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Das Schöne ist, das kann ich jetzt wieder auseinanderfriemeln. Das mache ich jetzt mal hier. Mal 1 durch. Ist ja, wenn ihr anhaltet und locker wieder zurückrechnet, genau das Gleiche. Die 1 kann ich weglassen. Hier habe ich jetzt einen schönen Ausdruck für k gegen unendlich, dass es zu 0 wird. Ich muss mich aber hier noch ein bisschen drum kümmern. Da freuen sich Mathematiker. Wieder Potenzgesetze. Rückwärts wäre k durch k plus 1 komplett hoch k mal 1 durch k plus 1. Das soll ein k sein. Hier kann ich jetzt, nicht k kürzen. Achtung, aus Summen kürzen nur die Dummen. Aber ich kann es ja bei beiden umschreiben. Dann würde daraus werden, falls man sich mal immer fragt, was soll das da, 1 durch, also mit k gekürzt, aber alles dann. Hier k durch k wäre 1. Dann muss ich aber hier plus 1 durch k hinschreiben, hoch k mal 1 durch k plus 1. Und das ist jetzt wunderbar. Jetzt haben wir nämlich hier unten, daraus könnte ich jetzt wieder den Ausdruck machen, oben das hoch k ziehe ich jetzt hierhin und hierhin. Und hier steht ja ein ganz wundervoller Ausdruck für k gegen unendlich. Ist das ja der Ausdruck? Vielleicht habt ihr es besser dann visuell vor Augen, 1 plus 1 durch x hoch x oder 1 plus 1 durch n hoch n. Das ist der Ausdruck, der im Grenzwert dann e ergibt. Also haben wir hier dann für k gegen unendlich 1 durch e mal das Paket, also entsprechend gleich 0. Und damit hätten wir dann eben auch gezeigt, dass es konvergiert. Also das war mal eine Spielerei. Mal gucken, was ihr davon haltet.